Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der UN-Einsatz im Libanon UNIFIL ist ein wichtiger, ein unverzichtbarer Beitrag zur Stabilität in der Region. Deutschland ist seit vielen Jahren dort mit der maritimen Komponente beteiligt, gegenwärtig mit der Korvette Ludwigshafen am Rhein. Bis zu 300 Soldaten können in diesem Einsatz deutschlandseitig eingesetzt werden. Die Bundesregierung bittet um die Verlängerung des Mandats in geringfügig veränderter, angepasster Form. Die CDU-CSU-Fraktion möchte diesem Wunsch gerne entsprechen und wird dem Mandat heute hier zustimmen. Bei UNIFIL leisten wir Stabsarbeit und eben vor allem diese maritime Komponente. Aber UNIFIL leistet natürlich gemeinsam mit anderen noch viel mehr, auch an Land. Es wird patrouilliert, es wird erfolgreich vorgegangen gegen illegale Tunnelgrabungen, durch die möglicherweise Terroristen oder Waffen nach Israel eingeschmuggelt werden können. Es wird der libanesischen Regierung dabei geholfen, die Sicherheit in ihrem Lande stärker aus eigener Kraft auch sicherstellen zu können. Und insofern ist das ein erfolgreicher Einsatz. Bei allen Schwächen, die wir natürlich in der Region sehen, glaube ich, dass der seit einigen Jahren nun vorherrschende Zustand einer ist, der wesentlich auch darauf zurückgeht, dass die Völkergemeinschaft sich in diesem Sinne dort engagiert. Der Libanon selbst ist besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Im Libanon leben nicht nur viele hunderttausend palästinensische Flüchtlinge, sondern eben auch viele Flüchtlinge aus Syrien. Viele, weil sie durch Terror und Gewalt aus ihren Dörfern vertrieben worden sind, aber eben auch Flüchtlinge aus Syrien, wo möglicherweise der Familienvater schon längere Zeit im Libanon arbeitete, zum Beispiel in der Hotellerie, und der seine Familie angesichts der Situation in Syrien aus Syrien in den Libanon geholt hat und wo tatsächlich vielleicht auch eine Chance besteht, dass eines Tages die Familie relativ unproblematisch dann auch wieder in ihren Heimatort zurückkehren kann. Ich hatte die Gelegenheit, die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch im Libanon zu begleiten und auch bei dem Besuch einer Schule, in der der Libanon, das Bildungssystem des Libanon, doch eine sehr beachtliche Leistung erbringt. Die Schulen im Libanon werden in der Regel zweischichtig betrieben. Am Nachmittag werden die Kinder der Flüchtlinge beschult von Lehrern, die dafür ein extra Zubrot bekommen, die natürlich in entsprechender Weise gefordert sind. Und die Bundeskanzlerin hat mit den Kindern, aber eben auch mit den Eltern dieser Kinder gesprochen und hat mit uns gemeinsam sich persönlich ein Bild gemacht von der Situation und die Anerkennung zum Ausdruck gebracht, die wir den libanesischen Behörden, dem libanesischen Schulsystem, der libanesischen Verwaltung gegenüber aufbringen sollten, angesichts der enormen Leistung, die für Flüchtlinge in der Region dort erbracht wird. Der Libanon hat durch die Bildung einer neuen Regierung ein Stück weit Stabilität gewonnen. Das ist auch eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist meines Erachtens auch der zentrale Schlüssel dafür, dass die verschiedenen Religionen und Ethnien in diesem Land friedlich miteinander auskommen können. Denn wenn Wohlstand einzieht dort, wo Armut und Verteilungskampf herrscht, dann steigt auch der innere Friede in diesem Lande. An dieser Regierung ist allerdings eine Organisation beteiligt, die klar und offensiv auch aktiv gegen Israel vorgeht, die terroristische Hisbollah. Und wir sollten uns im Deutschen Bundestag schon in den nächsten Wochen und Monaten auf Stand bringen, wie die Rolle der Hisbollah in der Region, nicht nur im Libanon, sondern insgesamt in der Region zu bewerten ist, welche Unterstützung die Hisbollah für ihre terroristischen Aktivitäten durch den Iran erfährt, wie wir möglicherweise auch durch Erhöhung des internationalen Drucks das entsprechend abstellen können. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir uns dieser Frage, welche Rolle spielt die Hisbollah, entsprechend näher widmen. Und zum Schluss möchte ich noch auf eine wichtige Funktion von UNIFIL eingehen. UNIFIL ist de facto die einzige Plattform, auf der israelische Behörden und libanesische Behörden in Alltagsfragen der Sicherheit der Region zusammenarbeiten, einen direkten Kontakt haben und auch gemeinsame Lösungen anstreben. Allein das ist ein enormer Nutzen dieses Einsatzes.
Deswegen werden wir ihm zustimmen. Und ich möchte an dieser Stelle selbstverständlich auch herzlich danken den Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz sind, und ihnen wünschen, dass sie einen unfallfreien und gefahrfreien Einsatz haben und alle wohlbehalten wieder nach Hause kommen. Herzlichen Dank. Christian Sauder, FDP, hat als Nächster das Wort.